So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Anno 1503. Es kann weitergehen. Wir gehen hier oben hin. Das ist auch die Empfehlung im Forum. Und von daher werden wir uns einfach erst einmal daran halten und werden versuchen, so schnell wie es geht, eine florierende Zivilisation zu gründen. Mit 30.000 Goldstücken wird das nicht so leicht. Und was ich gelesen habe, ist, dass er hier auf jeden Fall wieder aggressiver ist als vorher, als Defrean. Denn der hat ja im Prinzip nur da gestanden und nichts gemacht. So, du wirst jetzt erstmal ein Konto gründen. Und zwar... Ja, wo am besten? Hier. Hierhin. Konto befehlsbereit, Kommandant. Und dann wirst du deine Waren ausladen. Sowie die Männer. Wir machen uns auf den Weg. Okay. Alle Mann hierhin. Ja, mein König. Du auch. Schön außer Reichweite. Und dann heißt es erst einmal bauen, bauen, bauen. Ohne Ende bauen. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Auf dieser Insel kann Salz abgebaut werden. Oh, und Salz. Die Insel bietet Salz. Sehr gut. Gleich mal Holzfäller errichten. Eins und zwei. Mit Bäumen natürlich. Auch hier gleich mal Bäume rauf. Und nicht zu vergessen die Wege. Um das Ganze abholen zu lassen. So, du hast hier keine Bäume. Dann kann ich da lang bauen. Okay. Auf dass wir ganz schnell Holz kriegen und den Rest bauen können. Bis wohin können wir denn gehen? Bis da. Hier wird alles voller Gebäude sein. Hier werden nur Häuser stehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach, Scheibenkleister, das klappt nicht. Also auch egal. Eins, zwei und drei. Machen wir den Weg halt hier ein bisschen hoch. So. Eigentlich müsste ich noch mehr Häuser bauen, aber wir brauchen erst einmal die Stände. Um Geld zu bekommen. Wie bauen wir das am besten? Ich glaube, ich werde nachher hierhin weiter ausbauen. Das heißt, hier bauen wir die Stände hin. So, und noch einen Lederstand dahin. Dann brauchen wir einen Jäger. Wir benötigen einen Gerber. Dafür allerdings mehr Holz. Na los, gib mir Holz. Holzzeug. Na also, geht doch. Der Jäger muss auch abgeholt werden. Okay. Und hier kommt nachher noch eine Häuserreihe lang. Müssen bloß den Weg einmal abreißen. So. Das kommt auch weg. Und Häuser. Feindliche Kanonen feuern auf euer Schiff. Ah, geht schon los. Okay, okay. Alles gut. Alles ist gut. Der wird auch ab und zu ein paar Leute schicken. Deswegen sollten unsere Pikeniere hier auf jeden Fall gut dastehen. Gott, nee, da kriege ich ja gleich Angstzustände hier. Komm schon, gib mir... Holz. Wir brauchen mehr Geld. Mehr Leute. Ah, wir sollten mal die Werkzeuge abliefern. Ein Wirtshaus kann gebaut werden. Komm schon.
Ah, das ist mir so ziemlich egal, ob das gebaut werden kann oder Pfiffi macht eine Wurst. Ankerlichten! Brauchen mehr Holz. Ah, das wird schon. Also ich werde euch auch auf jeden Fall nicht viel bieten hier, was das Aufbauen angeht. Ich werde zwischendurch abschalten. Ihr wisst ja, wie ich das Ganze aufbaue. Und vielleicht zwischendurch mal wieder einschalten, aber hauptsächlich dann, wenn es natürlich um den Kampf geht. Ihr sollt ja wissen, wie das Ganze nachher funktioniert. Aber vorerst müssen wir überleben. Flottenkommandant an Deck. Fahren wir ein bisschen weiter. Leute, ich brauche Holz. Fangt an zu arbeiten. Wir müssen uns beeilen. Die kommen bald. Der mag uns garantiert nicht. Das ist nicht mein Kumpel. So, Essen habt ihr. Ihr habt Leder. Wie sieht's aus mit Essen? Soweit ganz gut. Steigt. Tendenz steigend. Flotte ist auf Zielkurs. So. Ah, jetzt fangen sie wieder an, Holz zu sammeln. Ah, endlich Häuser. Kaum zu glauben, wir dürfen Häuser bauen. Komm, noch einmal Holz. Im Moment ist nur ein Holzfäller, der produziert. Ist natürlich weniger produktiv. Das ist unschön ist das. Das ist furchtbar ist das. Wir brauchen das Holz. So wird das auf keinen Fall irgendwas. So, demnächst brauchen sie auch Stoffe. Nicht vergessen, Stoffe, mehr Geld. Also ein Markt. Den setzen wir dann später hier hin, wenn wir genug Holz haben. Ich werde jetzt bloß diese eine Folge aufnehmen. Und erst wenn wir eine neue Insel besiedeln, dann fangen wir an, wieder aufzunehmen. Denn dieses kleine Aufbauzeug, das ist ja völlig uninteressant. Wenn wir Siedler haben, können wir nochmal drüber nachdenken. Du wirst nur nicht abgeholt, richtig? Garantiert. Ach, wusste ich doch. Guck mal, da kommt er schon wieder. Ahoi, ihr Wasser. Ich bin gar nicht da, mein Freund. Ich weiß gar nicht, was du suchst. Ach Gott. Auf dem Weg, mein König. Okay, verständlich. Angegriffen. Ein Brand wütet in eurer Stadt. Euer Scout wird angegriffen. Mein Scout? Ja, dann muss der halt sterben. Ist nicht schlimm. Hinter den anderen her. Das hat ja schon super geklappt. Mal so gar nicht. Buh. Das mag ich nicht. Das mag ich absolut nicht, zumal ich jetzt niemanden mehr habe, der mir das Zeug abholt. Ich brauche einen Weg. Hä? Muss der halt mal da durch. Da hinten kommst du auch rum, ne? Wenn nicht, baue ich da auch noch einen Weg. Das ist gar nicht schlimm. Und dann versuche ich mit euch zu leben. Das ist gar kein Problem. Da habe ich zumindest gar kein Problem mit. Das ist schon gruselig, direkt neben dem Feind zu wohnen, aber okay. Wir bauen einen neuen Markt. Wir brauchen Schafe. 1, 2, wir brauchen eine Weberei. So. Einen Weg, der daran vorbeiführt. Feindliche Kanonen feuern auf euer Schiff. Es hat sich ja auf mein Schiff. In die Wanten! Na, das klappt doch richtig gut hier. Ich
bin ja begeistert. Oh je. Von der Außenwelt abgeschnitten, sitzen wir hier irgendwo auf einer Insel, wo wir nicht mal Heilkräuter haben. Das macht Spaß. Ich sag's euch. Also wenn das wirklich so ist, dass das hier eine Dead-End-Situation ist, dann, Prost Mahlzeit. Ich werde hier hinten nachher einfach einen neuen Konto bauen. Den baue ich am besten jetzt schon. Die laufen ja nicht los. Ist ja alles gut. So, du fährst einmal zum Kontor. Lieferst zumindest deine Werkzeuge ab. Okay, ihr bekommt nachher Stoffe. Die werden hier hoffentlich irgendwann mal abgeholt. Ich glaube, vernichten möchte er uns gar nicht. Er will uns nur provozieren, deswegen lässt er die hier stehen. So sieht's zumindest aus. Okay, das geht in die Höhe, sehr schön. Wir brauchen mehr Häuser. Zwei. Drei. Vier. So, die kaufen jetzt noch alle ein. Eine Kapelle kann gebaut werden, sehr schön. Werden wir auch nachher machen, keine Sorge, aber nicht jetzt. Ich brauche erst noch mehr Häuser. So. Okay, sobald wir genügend Holz haben, fangen wir an mit Feuerwehr und so weiter. Das heißt mit Schule. Vorerst natürlich eine Kapelle und ein Wirtshaus, plus natürlich die Farm, um wieder Kartoffelschnaps produzieren zu können. Ich lebe auch mit dem Feind in meinem Rücken, das ist mir sowas von egal. Hier könnten wir auch Kartoffelschnaps produzieren. Das machen wir auch. Das ist toll. Ja, eins, zwei... Beide bitte anpflanzen. So, dann brauchen wir auch jeweils Wege, die davon abführen. Okay. Gibt schon mal Alkohol. Für unser Wirtshaus. Das wir jetzt auch bald bauen können. So, dann können unsere Leute schon mal ins Wirtshaus gehen und bald werden sie zu Siedlern. Man greift. Wie sieht's mit den Waren aus? Wir könnten noch ein paar Stoffe gebrauchen. Es läuft ja hervorragend. Muss ich sehen, wie ich das mache. Ich muss gleich erstmal einen Hafen bauen. Eine Werft. Was wir noch nicht können. Aber wir können schon mal eine kleine Festung machen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Einfach nur, um erstmal irgendwas zu haben, um die Wachen wegzukriegen dort unten. Und dann können wir uns später auch um den Rest kümmern. Aber zumindest haben wir schon mal weniger Militärkosten. Es war also gar nicht so verkehrt, dass er die weghaut. Zumindest für unsere finanzielle Situation nicht verkehrt. Wir brauchen mehr Schafe. Nimm mal das hier alles weg. Dann sehe ich auch was. Mehr Schafe. Noch mehr Schafe. Und noch eine Weberei. So. Wo bist du hin da? Oh Gott, du bist völlig demoliert.
Ah, das ist eine schlechte Situation, eine schlechte Ausgangslage, in der wir uns hier gerade befinden. Hier kommen noch Wege hin. Wege zum Glück, Wege zum Ruhm. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Okay, und dann bauen wir hier jetzt gleich die Kapelle, beziehungsweise die weiteren Gebäude und eine Festung. Ahoi. Dann müssen wir mal sehen, was wir da herstellen, was wir dort sammeln werden an Leuten. Flotte setzt sich in Bewegung, Kommandant. Noch sieht's ja ganz gut aus. Wir werden nicht weiter angegriffen. Vielleicht sieht's anders aus, wenn wir erstmal die Festung haben. Das Geld sieht miserabel aus. Wir müssen sich einfach entwickeln. Und wir brauchen mehr von irgendwas. Leder. Wir brauchen definitiv noch Leder, das heißt mindestens einen weiteren Jäger. Da ist die Gerberei. Ein Jäger hat hier keinen Platz mehr, der muss woanders hin. Vielleicht hier unten hin. Das ist gar nicht so verkehrt. Also reißt man ein paar von den Bäumchen hier ab, damit wir so tun, als hätten wir hier ein bisschen mit Lichtung und so. Okay, dann einen Jäger. In Ordnung. Und einen Weg von hier nach da, damit er abgeholt werden kann. Okay. Soweit sieht's ganz gut aus, auch wenn wir natürlich voll unter Belagerung sind. Und unser Schiff hier kaum noch irgendwie klar sieht. Wir schauen also, dass wir den Rest noch irgendwie auf die Reihe kriegen. Kapelle baue ich schon mal. Da kommt eine Feuerwehr hin. Wenn ich hier die Kapelle hinbaue. Nö, die kann ich hier hinbauen. Feuerwehr ist wichtig, dass die da hinkommt. Genau, denn ihr seid noch mit in der Kapelle drin. Und du fährst fröhlich hin und her. Die bewegen sich kein Stück, das soll auch so bleiben. Ansonsten hau ich sie, und zwar ordentlich. So, das geht langsam wieder hoch. Die Verkäufe, die stagnieren zurzeit. Wir brauchen viel mehr Gebäude. Ja, eins. Ach, während wir immer so auf Holz warten, muss ich das Schiff immer hin und her bewegen. Das wird mich am meisten nerven in nächster Zeit. Jetzt müssten wir eigentlich schon einen Hafen bauen können. Ja, eine kleine Werft. Das ist doch nice. Brauchen wir nachher nur noch die Seile. Das wird schön. Also, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin baue ich soweit alles schon mal auf. Und versuche, die da unten loszuwerden. Und dann sehen wir uns nachher. Bis nachher.